Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total Verrafft. Und wir haben, wie ihr seht, die alle Hände voll zu tun. Hi. Ach, du hast Hi gesagt. Ich dachte, du hättest in der Folge Hallo gesagt. Was? Hi. Was, ey? Hi. Ja, zu hi. Tun. Hi. Nee, das war ich gar nicht. Das war der Zwiebel, oder? Zwiebel, ich weiß. Ja, ja. Also, hallo Zwiebel, hallo Brilli. Hallo Mene. Braucht frisches Wasser, sagt er hier. Ey, wir müssen Hai jetzt ist tot. Irgendwie wieder in... Der Hai ist tot. Wie, der Hai ist tot. Sammel ein. Kann man nicht. Der ist einfach nicht tot. Der. Ja, der schläft, genau. Schläft. Der schläft. Der macht Bubu, genau. Kann ihn ja, nicht angeln. Ja, Leute, ey, wir müssen mal jetzt irgendwas... ich bin irgendwas... Wir müssen mal irgendwas sammeln jetzt hier. Ja, wir haben keine Planken mehr. Wir finden ja nichts mehr. Ja. Wir müssen irgendwie mal Richtung... Was ist das für Tier? Bitte? Was ist das da vorne sind Rohstoffe. Richtung Hai sind die Rohstoffe. One would big fire. Oh, wir brauchen großes Feuer, um den zu kochen. Wie hast du den... Hä? Hast du den Hai jetzt noch nicht mal ein kleines. Hast du den Hai jetzt irgendwie abbauen können, oder was? Nein, ich habe einen großen... was ist denn nochmal ein Salmon? Ein Lachs, oder... Alter, ist das... wie geil. Du hast ihn tatsächlich unterm Arm. Du hast ihn in der Hand, das sieht lustig aus. Als hättest du so eine Shotgun in der Hand. Ja, genau. Der schießt Gott den Rogen Dank, raus. Mann. Wie sieht's denn aus? Bretter haben wir keine mehr jetzt, ne, aktuell. Nee, wir haben auch kein Wasser mehr jetzt. Ist natürlich blöd. Hier gibt's auch irgendwie nicht ein bisschen Rohstoff, ne? Sie starben in Folge 3. Warte, da hinten, glaube ich, kommt was. Ja, ich habe schon in die Richtung gelenkt eigentlich. Ey, was machst du? Da in die Richtung kommt doch gar nichts. Doch, da hinten hinter den Wellen ist was. Hier, Steuerbord. Nee, da hinten. Rechts von uns. Ja, und wo fährst du hin? Du ich fahre überhaupt nicht, Mann. Der Brilli hat die Segel verändert. Ja, der soll sich ums Fischen kümmern. Frauen und Technik, das geht nicht. Ihr habt nichts gemacht. Ihr habt nichts gemacht. Heute jetzt dein Mai. Das war ich diesmal nicht. Was denn? Hast du mich von hinten genommen, oder was? Nein. Ich bin am Frauenparkplatz, Mann. Der gilt laut StVO nicht, weißt du ganz genau. Den gibt es nicht. Kann man vielleicht hier auch wieder was abbauen vom Schiff? Ja, wir müssen ja bloß mal diese Rohstoffe finden. Fahren wir einfach in die falsche Richtung, kann es sein? Nee. Mach doch mal das Segel weg, was passiert denn dann? So, dann stehen wir still. Müssen wir doch... Naja, eigentlich müssten wir dann ja, wieder dann treiben. Wie am Anfang, Strömung halt, in die richtige Richtung, genau. Leute, ich bin am Verdursten langsam. Ja. Tja. Macht das jetzt wieder runter, das Segel, ne? Ja, ohne Segel bringt... Da kommen sie, da kommen doch Sachen. Wo? Hier in die Richtung gucken. Ja, warum segeln wir dann nicht in die Richtung? Ja, weiß ich doch nicht, wie man in diese Richtung segelt. Das müsst ihr machen. Mann, einfach, du kriegst doch einen Tooltip, wenn du da drauf gehst. Das ist doch gar nicht so schwer. Segel, ich krieg das erste Frischwasser, tipptopp. Na toll, mach einfach Kopf in Nacken und A sagen. Dann. Ja, schön die Schwänze von euch im Maul, ey. So, kann man die Folge auch wieder sperren. Wasser ist Wasser. Außerdem muss Urin steril, also habt ihr nie so. Die Planken! Aha. Wir fahren schon wieder dran vorbei. Oh, ein blödes Mistvieh, ey. Das ist aber auch keine gute Sicht. Nee. Liebe, lenk mal. Ja, ich lenke jetzt da Richtung Brilli. Da kommt ja, bitte. Nämlich. Da kommt nämlich so ein bisschen Scheiße an. Zumindest ein bisschen plastisch. Ja, auch Planken dabei. Ah! Nein, ich will nicht sterben. So. Kommt doch gleich an, der Hai, ne? Wollen wir noch nicht mal bluten. Hä? Ich hab doch eine Planke eben aufgenommen. Wieso kann ich nicht... Oh Gott, ich bin bald tot. Da kommt ein Fass. Immer aus dem Blind? Hast du. Mach die Dinger an. Die Wasserdinger.
So, okay, Fassi, ich habe mich noch meine gerade noch so gerettet. Oh, Planke, geil. Fahren schön rückwärts. Und das Schild auf die andere Seite bauen. Da kommt noch ein Fass da vorne, wa? Ich sehe keins, ich sehe nur dieser Plastikbehälter. Das sah so aus, das sah so aus. Aber ist ja stürmisch. Fahr mal hier, See. Da sind ganz viele Bretter da. Arschloch. Uah. Stell das dich einfach vor mich, ne? Kriegst die Plank nicht. Die sammle ich an. Dann so, da kommt ein Fass. Nach rechts steuern. Schon dabei. Fahrtrichtung rechts. Ja, das ist aber manchmal komisch hier. Was denn? Alles. Alles. Oh, das waren schön viele Planken. Wir müssen mal nach links, glaube ich. Rechts ist nichts mehr. Huch. So, bitteschön. Wieso sind die Wasserbehälter leer? Ja, zum Gießen auch für die Pflanzen halt, dass die wachsen. Alter, ich krieg nichts mehr. Wir müssen hier nach vorne irgendwie. Ja, das Segel steht genau in die falsche Richtung. Du kannst es auch runter machen und dann treiben wir mit der Strömung. Ja, habe ich ja vorhin schon vorgeschlagen. Ja. Wie er gleich angeschossen kommt, der Hai. So, hier kommen jetzt gar keine Sachen mehr. Nee. Gibt's doch gar nicht. Das ist ein Fass. Da. Kommt sogar auf uns zu. Yay. Hast du es? Kommt genau auf mich zu. Ich muss E drücken. Ja, ab. So, alles mit Planken aufgefüllt. Ich habe wieder keine mehr. Wer hat denn das Segel so komisch besetzt? Das ist nicht komisch gesetzt, sondern es ist genau Richtung Fass gewesen. Ja, wir. Was wir? Naja, die Rohstoffe, die. Muss ja jetzt nicht zum Fass fahren, sondern da, wo doch, die Rohstoffe irgendwie herkommen. Doch, das Fass bringt mit einem Mal, weiß ich, bis zu 5 oder 6 von einer Sache. Und dann landen wir wieder irgendwo, wo es keine Rohstoffe gibt, bis auf das eine Fass. Ganz toll. Hier müssen wir hin. Wo willst denn du hin? Alter! Kommt ihr klar mit dem Ding? Nee! Ich merk's! Wie sieht's denn in der Rübenfarm aus? Oh, machst du Kartoffeln? Kacke, die Kartoffeln bringen nicht so viel wie die Rüben. Das ist echt nicht? Nee, die Rüben bringen deutlich mehr. Hast du jetzt eine rohe oder eine gekochte Kartoffel gegessen? Beides schon. Kommt auch darauf an, wie viel man schon gegessen hat. Wenn man ganz wenig nur noch hat, dann bringt alles viel. Wenn man über den Hunger hinaus isst, dann bringen die weniger. Wer ist denn am Steuer? Keiner. Du gehst mir so ein bisschen auf den Wecker mit deinem Steuer, echt? Dann sag doch einfach eine Richtung, wo du hin willst.
Man sieht hinter diesem Scheißding nichts und irgendeiner muss sich auch um die Pflanzen kümmern. Das mache ich. Ja, und ich kümmere mich darum, dass du immer alles hier Ja, also, aber dann sag doch einfach, wird. Dann sag doch einfach, wo du hin willst. Da, Fass! Man sieht hinter dem Ding nichts. So. Drück einfach STRG. Dann siehst du auch genug, wenn du da dran bist. Da kommen jetzt ein Haufen Fässer hier rechts. Rechts Richtung vom Boot oder rechts von Fahrtrichtung? Leute, man Fahrtrichtung. Kann doch hier ziemlich schnell alles sowieso selber machen. Hä? Es geht nicht, dass einer das eine macht und das andere der andere, sondern macht einfach alle alles. Weil es bringt ja nichts. Man kann doch hier sich einfach umdrehen und schnell selber das Segel umändern, wenn man was sieht. Ist ja nicht so, als würde das total lange dauern oder sowas. Ich brauche was zu essen. So, haben wir ein bisschen aufgefüllt. Endlich ist mal ein bisschen bessere Sicht hier. Wie viel Planken habt ihr? 9. 7. Ich habe 6, 14 brauchen wir für den Forschungstisch. Rohstoffe alle, Moment. Hat das Segel schon richtig gemacht. Ah ja, hattest du. Das sah bei mir anders herum aus erst, sorry. So. Ja, noch ein Scrap und 3 Planken, dann könnte ich ihn bauen. Scrap hab ich? Warte mal. Komm mal her, Brilli. Warte. Ich hab mir gerade noch ein paar Planken. Ah. Oh. Schnell. Pass auf hier, Scrap. Kommen 2 Fässer. Direkt in Fahrtrichtung. Hier, warte, wie kann ich denn das jetzt teilen? Wie viel brauchst du? 3 Hölzer und ich glaube 1 Scrap. Ach, 1 Scrap, jetzt hast du 3 Scrap da. Nimm den mal, neben dir. Oh, wie geht das da? Einfach aufheben. Hat immer noch 3 Hölzer? Ja, auch noch. Warte mal, hier ist ein Fass. Ich hole es. Du Knallbutz! Was denn? Da ist alles Zeit! Mann, geh doch mal an dieses scheiß Schiff da, danke. Da. So, wollen wir mal zu dem Schiff da hinten hin? Sollten wir, ne? So, was fehlt dir jetzt noch? Hab jetzt eigentlich alles. Ah, okay. Haust du ab. So. Oh. Hi. Da müssen wir mal die Plattform ein bisschen vergrößern, glaube ich. Also ich baue jetzt mal hier hin. Trotzdem sollten wir mal darüber nachdenken. Ja, können wir ja. Ich baue den hier hin. So, hier ist er. Direkt an den Rand, okay. Ja, weil sonst können wir ja nirgendwo mehr hinlatschen. Kann offensichtlich immer nur einer benutzen.
ich glaube auch, okay. Ja. Ich gehe mal raus, ich habe jetzt ein paar Sachen erforscht. Hä? Wie? Du musst da rechts das rüberschieben und dann auf Erforschen drücken. Genau, du legst Materialien rein und dann erforscht er die. Aber ich sehe nicht, wo ich das jetzt bauen kann. Oh, ich habe Metallerz gefunden. Auf dem Schiff hier waren welche. Reduces splinters in your feet. What? Man kann sich Splitter holen. Oh, da ist eine Insel da vorne. Kommt gleich in Sicht. Ich habe die gerade eben nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich verstehe aber trotzdem noch nicht genau, was hier passiert. Werden die Sachen verbraucht, wenn man researcht? Ja, du verbrauchst dann einmal. So, Land in Sicht! Ach, so Land in Sicht! Möbel in Sicht! Was ist, wenn man die Dinger hier rein? Research, okay. Table? Was? Eine Research Table? Ja, aber. Was? Stimmt doch gar nicht. Bolzen. Sollte man sich da absprechen oder wie ist das? Hä? Oder ist das wurscht? Keine Ahnung. Meine Blume zu haben, was soll man damit machen? Das gilt für jeden Einzelnen, das Research-Zeug? Offensichtlich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man auch eine Axt bauen wohl, mit der man hier Bäume dann da oben umkloppen kann irgendwie. Näher ran, näher ran, näher ran. Ananas gefunden, wie geil. Nicht so einfach an der Insel zu bleiben, so ohne Anker. Ich weiß, das ist nicht einfach, ne. Ich fisch nochmal runter. So, es gibt heute Ananas, Mädels. Geh auch mal auf die Insel, wenn ich hochkommen sollte. Ah, scheiße. Mene, komm mal hoch. Hier sind einige Sachen, die konnte ich nicht mehr aufheben, weil ich keinen Platz mehr hatte. Vielleicht kannst du die noch aufheben. Die liegen in so Paketen rum. Ja. Und hier oben kann man noch schwarze Blume aufnehmen. Ganz oben auf dem Hügel vielleicht. Wir brauchen irgendwas wie eine Kiste oder so. Ja. Rilli? Was? Kannst du das Boot mal wieder zur Insel lenken, bitte? Ja, ich mach schon. Oh, jetzt gerade eine Kiste. Ah, perfekt. Kann ich gar nicht. Ich versuch's, aber. Die Research, komm runter, das ist, man kommt da nicht mehr gegen an. Nee, die kann man voneinander. Man kommt nicht mehr gegen an, die Strömung ist zu stark. Du musst hier ist schwimmen. Eine Kiste. Ah, wo? Ah, cool. Oh, ist doch so groß. Sag ich irgendwelche Licht-Dinger? Aber wenn einer in der Kiste drin rumfummelt, kann ein anderer nicht rein. Nee. Aber wieso gibt's denn eigentlich keinen... Ah! Ananas löscht den Durst und stillt den Hunger. Wisst ihr, und das wird nämlich auch bei der Dings so sein. Bei der Melone, Wassermelone. Wo ist eigentlich die Wassermelone? Die hast du gefressen. Was? Nein. Ich habe aber hier noch Melonensamen. Ich hab noch Kokonat. Leute, uns gehen wieder die Planks aus im Übrigen. Ja, ich hab noch welche. Oh, ich hab Hunger. Scheiße, ich muss dringend was essen. Ach so, man muss mehrmals researchen, bis man was freischaltet. Verstehe. Aha. Also für diese Antenne zum Beispiel muss man dreimal researchen, dass die Antenne freigeschaltet wird. Okay.
Hi, hi. Moin. Oh, hat das aufgefressen, der Sack. Was schwimmst du da draußen rum? Sag mal. Ich hab Sachen eingesammelt. Oh, das Lager ist ja wirklich mini, ey. Das Lager ist riesengroß. Haust du ab, du Scheißvieh. Hier. Lantern, da ist es doch. Das ist eine erforschen? Mittelgroße Anbaufläche. Scheiße, ey. Nur eine mittelgroße. Ich habe jetzt Lantern gelernt. Ich habe sehr gut Tisch gelernt. Ich habe Stuhl gelernt. Ich habe du hast Tisch gelernt. Recherchiert von Brilli stand da. Ja, Medium Crop Pot und Dingens. Irgendwie die, was ist das, die Vogelscheuche. Wo hast du denn die ganzen Scarecrow? Research-Dinger her? Ja, du musst da einmal Holz reinlegen, Leute, dann ist Holz für immer freigeschaltet. Ach so! Geh mal vom Tisch weg, dann mach ich auch noch was rein. Leute, da ist eine Insel wieder vor uns, habt ihr gesehen? Ja, dann hin. Was sammeln jetzt? Bringt automatisch Objekte, das ist doch das, was wir brauchen. Wahrscheinlich aber nur die da reinschwimmen, oder? Ja, müssen wir dann einfach mehrere bauen. Kommen wir, glaube ich, nicht hin. Schwimmung ist zu stark. Schwimmen. Aha. I see. Vorsicht, hi. Ha, ich habe noch ein paar Sachen gelernt. Farbmühle. Krass. Eine Schmelze. Bräuchten wir noch einen Trockenziegel. Das heißt, wir müssen Ziegel wir trocknen. Lehm wahrscheinlich, Sand und oder? Lehm. Ja, Sand und Lehm braucht man dafür. Brauchen wir hier eine Feder? Hat jemand eine Feder? Nee. Ich fress dauernd die rohen Kartoffeln. Und Mist. Ach, einen Bolzen hab ich. Boah! Eine Axt habe ich erlernt. Erlernt? Die, okay, die Metallangel habe ich erlernt. Aber das erlernt jeder, habt ihr mitbekommen, ja? Ja. Die Uhr und den Schrotthaken. Warum pflanzen wir hier nichts Neues? Wo denn? Achso, da wollte ich versuchen, die Ananas zu pflanzen, aber das geht leider nicht auf der Fläche. Geil. Einfachen Bogen. Ich hab noch. Hast du schon gepflanzt? Ja. Okay, cool. Kann uns einen einfachen Bogen erlernen. Ah, scheiße, wir kommen nicht auf diese Insel rüber, das geht nicht. Kann mit viel Wasser gefüllt werden, cool. Und? Einfacher Bogen, schieß Pfeile. Boah, leere Flasche, das ist natürlich geil. Hörst du mich nicht, hallo? Was? Hörst du mich nicht? Wen? Na, du mich. Ich hab das mit der Flasche und so gerade alles erzählt. Wir brauchen mal irgendwie, wir müssen zu einem Stream. Was müssen wir? Achso, wir müssen die Folge beenden. Ja. Wir haben hier nirgendwo mehr Sachen, wir müssen mal zu Sachen jetzt. Die Sammelnetze sind auch geil. Ja, die habe ich ja erforscht. Die können wir jetzt bauen. Ja. Ich sage ja nur. Können die jetzt alle bauen oder nur Du? Jeder kann das jeder bauen. Kann wenn die man bauen. Die Rezepte sind für jeden dann öffentlich. Aber ich würde sagen, an der Stelle, da war die Stimme kurz weg. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer, und vielen Dank fürs Mitspielen, Zwiebel und Brilli. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.